Ich möchte vorher sagen, dass ich an den Versuch mache, einige Texte Ihnen zu liefern. Das soll also nicht in Konkurrenz zu den kunsthistorischen Kunstwerken treten, die da als PowerPoint-Präsentation geliefert werden, sondern soll Ihnen nur Gelegenheit geben, an einigen wenigen Stellen sozusagen vom Vortrag auch mal abzusehen und die Texte sich anzusehen. Aber das kommt dann im Lauf der Zeit heraus. Ich will sprechen über Luitpold von Bebenburg und Karl IV., ein patriotischer Gelehrter wechselt im Thronstreit die Partei. Ich habe nicht von den Veranstaltern gehört, dass man nur 20 Minuten reden soll und habe deswegen aus dem Programm entnommen, dass ich 30 Minuten zur Verfügung habe. Ich hoffe, dass ich knapp darunter bleiben kann, aber wir werden sehen. Jede Herrschaft kommt spätestens mit dem Tod des Herrschers an ihr Ende. In jeder politischen Herrschaftsordnung ist Nachfolge notwendig. Eine Regelung der Sukzession ist darum, wenn nicht unumgänglich, so doch nützlich. Denn der Wechsel des Herrschers bleibt ein Moment der Instabilität für das gesamte politische System. Im deutschen Mittelalter finden wir Thronkämpfe, wie die Historiker sagen, in besonderer Weise gehäuft am Beginn des Spätmittelalters, in den anderthalb Jahrhunderten nach dem Tod des Barbarossa-Sohns Heinrichs VI., von 1198 bis 1349 ist in Deutschland kein einziges Mal bei einem Thronwechsel ein Sohn seinem Vater unmittelbar gefolgt. Nur ein einziges Mal unter den circa 9 bis 10 Fällen, das ist etwas schwierig, die also jeweils abzugrenzen, immerhin nur ein einziges Mal bei der Etablierung von Heinrich VII. war ohne einen Krieg auszukommen. Das war für die Zeitgenossen, insbesondere für die Politik tragende Elite des Adels, mit unkalkulierbaren Risiken verbunden. Die Chance, sogleich auf das richtige, weil am Ende erfolgreiche Pferd zu setzen, konnte man weder durch lange Erfahrung im inneren Zirkel königsnaher Politik noch durch eine weite Vernetzung absichern. Doch die Ereignisse forderten oft eine unmittelbare Stellungnahme. An zahlreichen Beispielen ließe sich das verfolgen. Hier soll nur ein exemplarischer Fall betrachtet werden, der Fall des Luitpold von Bebenburg. Ich frage nach der Haltung eines deutschen Gelehrten, der dank seiner Klugheit, Klarheit und Wendigkeit, das sind ja zwei Widersprüche, aber ich würde sagen, beides würde ich ihm zuschreiben, eine seiner Standesherkunft gewiss übersteigende Karriere hat machen können. Darüber hinaus hat Luitpold in der Politik des Vorgängers und eben auch des Gegenkönigs von Karl IV., Ludwig des Bayern, eine gewichtige Rolle gespielt. War er schon in den unruhigen Zeiten Ludwigs des Bayern auf der Bühne der Reichspolitik sichtbar gewesen, so hatte er im Thronstreit der Jahrhundertmitte nun erneut Entscheidungen zu treffen. Luitpold von Bebenburg und seine Haltung im Krieg der beiden Gegenkönige Ludwig und Karl soll uns hier beschäftigen. Luitpold, geboren um die Wende zum 14. Jahrhundert in einer Niederadelsfamilie im Umkreis der Stadt Rothenburg ob der Tauber, war früh von seiner Familie für eine geistliche Laufbahn bestimmt worden. Eine jung erreichte Dompfründe in Würzburg ermöglichte es dem Studenten, jahrelang ein Rechtsstudium in Bologna zu absolvieren, das er, ganz anders als das Gros seiner adligen Standesgenossen, sogar durch die Promotion zum Doctor Decretorum abschloss. Sein Doktorvater, der damals wohl bedeutendste Jurist der Universität, Johannes Andreae, erinnert sich später noch an die in der Dissertation erreichte und gegen eine hohe Autorität, wie den Hostiensis, entwickelte neue Interpretation der deutschen Kurfürstenwahl. Nach ihm erfolgte die Wahl des Königs nicht durch einzelne Kurfürsten, sondern durch die Kurfürsten gemeinsam, durch ihr Kollegium. Diese Auffassung hatte den Vorteil,
dass sie damit gewissermaßen als ein Staatsorgan angesehen worden wurden und vor allem, dass ihre Entscheidungen auch durch numerische Mehrheit erfolgen konnte, ohne damit eine gespaltene und damit ungültige Wahl zu tätigen. Doch verlassen wir diese Doktorschrift, von der wir sonst gar nichts wissen. Schon zu seinen Studienzeiten hat offenbar die politische Begabung und finanzielle Aisance Luppolds die Universität dazu bestimmt, ihn mit einem Sonderauftrag in schwierigen Geschäften zu betrauen. Er sollte mit einer Gruppe von deutschen Kommilitonen, die mittels einer studentischen Protestauswanderung nach Imola aus der Stadt Bologna ausgezogen waren, 1321 im Auftrag von Stadt und Universität über ihre Rückkehr verhandeln. Die Gruppe kehrte dann, auch nach Vermittlungsbemühungen seines späteren Doktorvaters Johannes Andreae, wieder nach Bologna zurück. Um 1325 finden wir Luppold in Deutschland zurück, Schwerpunkt Franken, wo er zahlreiche kirchliche Pfründen einsammelte. Vor allem in und um Würzburg, aber er gelangte auch in die Domkapitel von Mainz und Bamberg und erwarb weitere Benefizien in Erfurt, Bingen und Kitzingen, um nur die wichtigsten zu nennen. Immer deutlicher wird er in Verwaltung und kirchlichem Gericht in Würzburg sichtbar. Schließlich wird er von 1332 bis 1352, nicht ohne kleinere Unterbrechungen, als Offizial amtieren, das heißt als Vertreter von drei Würzburger Bischöfen im geistlichen Gericht. Am Ende, ein halbes Jahrzehnt nach der Zeit, die uns hier angeht, wird er 1353 vom Domkapitel in Bamberg zum Bischof gewählt, dann vom Papst durch konkurrierende Provisionen zu Bischof von Bamberg erhoben, wo er dann 10 Jahre später, 1363, stirbt. Diese dürren Daten erscheinen typisch für die Karriere eines gelehrten Rates im kirchlichen Dienst, wobei sein Aufstieg die übliche Reichweite, ich sagte es schon, die übliche Reichweite einer ministerialischen Herkunft deutlich überstiegen hat. Dass ein niederadliger Doctor Decretorum zum Bischof von Bamberg und damit in reichsfürstlichen Rang erhoben werden konnte, war gewiss nicht alltäglich. Zu verdanken hatte Luppold das ohne Zweifel seiner politisch-administrativen Tätigkeit in Würzburger Diözesanbelangen und seiner erfolgreichen Tätigkeit an Brennpunkten der Reichspolitik. Zusätzlich hat er das durch einen in die Zukunft weisenden theoretischen Entwurf zur Begründung der Positionen einer Partei wirkungsvoll untermauert. Das ganze Spektrum seiner Lebensleistung wäre es wert, genauer vorgestellt zu werden, doch beschränken wir uns hier auf sein Werden und sein Wirken in der Reichspolitik und bei ihrer theoretischen Erfassung, die ihn schließlich mit Karl IV. Und seinem Kampf um Thron und Kaisertum zusammengeführt hat. In Deutschlands Herrscherlisten steht, dass Ludwig IV. Aus dem Hause der Wittelsbacher von 1314 bis 1347, also gut 33 Jahre, regiert hat. Das ist eine lange Frist, eine der ausgedehntesten Fristen im Mittelalter überhaupt, die noch etwa 32 Jahre der Herrschaft Karls IV. Leicht übertroffen hat. Doch Ludwig der Bayer musste von Beginn bis zum Ende seiner Herrschaft um Anerkennung kämpfen. Schon die Anfänge waren umstritten. Nach dem Tode des Vorgängers Heinrichs VII., der 1313 während seines Italienzuges gestorben war, konnten sich die Kurfürsten lange nicht einigen. Zwei Parteien vollzogen nicht etwa eine Doppelwahl, sondern eine in zwei räumlich und zeitlich getrennte Wahlakte binnen zweier Tage in der Nähe Frankfurts aufgespaltene Wahl. Die Kurfürsten, vertreten durch verschiedene Wähler aus den bereits verzweigten Kurdynastien, wählten jeweils mit Mehrheit zwei verschiedene Fürsten zum König der Römer. Somit traten sich zwei Herrscher als Gegenkönige gegenüber. Im September 1314 wählte die Partei der Luxemburger nicht etwa den Sohn Heinrichs,
den damals etwa 18 Jahre alten König Johann von Böhmen, eines der großen Rätsel der damaligen politischen Geschichte, sondern den Wittelsbacher Ludwig, Herzog von Oberbayern, der sich als tüchtiger Militär bereits in einem eher lokalen Scharmützel gegen die Habsburger bewährt hatte. Die Habsburger ihrerseits erkoren den Herzog von Österreich, Friedrich den Schönen, zu ihrem König. Die Erfahrungen der letzten 50 Jahre ließen damals keinen Ausweg erkennen. Hatte man da vergeblich versucht, in einem Prozess beim Papst eine Klärung zu erreichen, so stand jetzt ein päpstliches Gericht gar nicht zur Verfügung, da der apostolische Stuhl vakant war. Am 20. April 1314 war Clemens V. bei Avignon gestorben. Die Kardinäle sollten sich erst nach einer der längsten mittelalterlichen Vakanzzeiten, am 7. August 1316, auf einen Nachfolger einigen können. So stand als Ausweg aus der gespaltenen Doppelwahl in Deutschland nur die herkömmliche Entscheidung zur Verfügung, das Judicium Belli, das Gottesurteil des Bürgerkriegs. 8 Jahre lang sollte der Kampf zwischen Ludwig und Friedrich dauern, der freilich nicht als dauerhaft offener Krieg, sondern mittelalterlich geführt wurde. Am Ende einer langen Zeit unentschiedenen Lavierens hatte Ludwig den besseren Teil für sich, allerdings aus dem eher zufälligen Grund, dass es gelang, in einer großen traditionellen Reiterschlacht bei Mühldorf am Inn 1322 Friedrich gefangen zu nehmen. Das machte die anschließenden Verhandlungen recht asymmetrisch. Man einigte sich am Ende 1325, Sie sehen allein schon die lange Zeit der Dauer dieser Verhandlungen mit dem Gefangenen, man einigte sich am Ende auf eine einmalige und später nie wieder versuchte Sonderregelung, eine zeitlich abwechselnde Doppelherrschaft beider Könige, ohne das wirklich ausprobieren zu müssen. Der neue Papst Johannes der 22., 1316, wie gesagt, gewählt, hat sich offenbar nach seiner Wahl 1316 zunächst nicht näher mit der deutschen Situation beschäftigt. Als er dann 1322, 6 Jahre später, brieflich durch Ludwig von seinem Sieg informiert wurde, sprach er ihn in einem recht späten Antwortschreiben als in regem Romanorum electus an und ermahnte ihn salbungsvoll, seinen Erfolg nicht sich selbst, sondern Gottes Gnade zuzuschreiben. Auch bot er an und ermahnte ihn zu Vermittlung und Friedensschluss mit dem Habsburger seinerseits, dem Habsburger Co-Electus, seinerseits als Papst nach Kräften beizutragen. Das war schon alles. Allein durch die Wahl der Titulatur in regem Romanorum electus und co-electus der Habsburger, diese Titulaturen machten deutlich, dass der Papst sich an die im 13. Jahrhundert entwickelte Approbationstheorie hielt, die eine päpstliche Billigung des Gewählten, eine Approbatio, als entscheidend ansah. Der von den Kurfürsten gewählte König war sozusagen im Wartestand, besaß zunächst keinerlei Recht auf herrscherliche Verfügungen, bis der Papst seine Person und den Wahlvorgang auf rechtliche Unbedenklichkeit geprüft und in dieser Wahrnehmung eines Prüfungsrechts, jus examinandi, die Wahl approbiert, das heißt gebilligt, bekräftigt, korroboriert hatte. Richtiger gesagt, eigentlich wurde sie damit erst in Kraft gesetzt, nicht nur bekräftigt, sondern in Kraft gesetzt. Diese Regel hatte die Kanonistik zur Entscheidung des Papstes über strittige Bischofswahlen entwickelt. Dieser Regelung folgte der Papst, sobald er von Eingriffen Ludwigs in die Besetzung von deutschen Bistümern erfuhr. In zunehmend scharfen Ton forderte er von dem zum König Erwählten ein untätiges Warten auf seine päpstliche Moment, das ist natürlich jetzt, das war etwas zu voreilig.
Er forderte vom zum König Erwählten ein untätiges Warten auf die päpstliche Approbatio oder, wie er drohend alternativ hinzufügte, alternativ dazu auf die Reprobatio. Das sehen Sie in dem Text hier, können Sie das nachlesen. Ich habe also eine deutsche Übersetzung noch dazu gesetzt. Das sollte nicht respektlos Ihnen zumuten, dass Sie das nicht Latein auch lesen können, aber ich wollte das also sozusagen erleichtern. Als Ludwig diese päpstlichen Bescheide in der zeitgemäßen prozessrechtlichen Form von Appellationen beantwortete, griff der Papst zum äußersten Mittel. Zur Erzwingung des schuldigen Gehorsams entsetzte er Ludwig aller seiner Herrschaftsrechte. Die Kurie gewöhnte sich daran, Ludwig nur noch Ludovicus Bavarus zu nennen, um ihm damit alle angestammten und neu beanspruchten Herrschaftstitel, also die des Herzogs von Oberbayern und die des Königs der Römer, abzusprechen. Die Historiker haben das als Eigennamen des Wittelsbachers und des Königs und Kaisers Ludwigs des Bayern übernommen. Eine schöne Tradition, einen Schimpfnamen zum Eigennamen zu machen. Wie es sich zeigte, war dieser 1324 erreichte Problemstand für die gesamte verbleibende Zeit von Ludwigs Regierung, das heißt noch für volle 24 Jahre, die Leitlinie der päpstlichen Politik von Johannes dem 22. und seinen beiden Nachfolgern. Allen Versuchen aus Deutschland zum Trotz, schon mit Johannes dem 22. und dann erst recht mit seinen beiden Nachfolgern irgendwie wieder ins Reine zu kommen. Ludwig selber hatte die Verhältnisse noch weiter ins Ausweglose getrieben, indem er sich auf einem abenteuerlichen Romzug, ein später schwer zu überwindendes zusätzliches Hindernis für jede Versöhnung mit der Kurie, aufgerichtet hatte. Er hatte 1327 bis 1330 den Versuch gemacht, für sich in Rom eine Kaiserkrone ohne päpstliche Mitwirkung, das heißt gegen den Papst, zu holen, die er zwar verliehen durch die Römer nach Deutschland mitnehmen konnte, die ihm aber keine dauerhafte Entlastung bringen konnte, zumal sein Versuch alsbald kläglich scheiterte, durch einen eigenen Papst den Gegner in Avignon zu bezwingen. Zum allerletzten Mal im Mittelalter hatte er als Kaiser der Römer versucht, einen Gegenpapst zu installieren. Doch auch die zeitkräftige Einmischung des Papstes in die Politik des Kaiserreichs Deutschland erwies sich als vergangen. Der Konflikt zwischen Ludwig und den avignonesischen Päpsten wurde alsbald Gegenstand von Überlegungen, Verhandlungen und Debatten, die auf der Höhe des 14. Jahrhunderts in Deutschland so etwas wie eine politische Öffentlichkeit entstehen ließen. In diesem Geflecht von Diskussionen, Aktionen und Erklärungen, in dem die Rechtslage mit Langzeitwirkungen geklärt werden konnte, ist Luitpold von Bebenburg unübersehbar präsent gewesen. Einerseits war er als Offizial damit beauftragt, den in der Diözese Würzburg eingehenden und auch den aus ihr nach Avignon ausgehenden Schriftverkehr mit der Kurie zu filtern. Was er nicht zulassen wollte, das sollte im Würzburger Bistum keine Geltung haben. Das muss man sich vorstellen. Das ist also, widerspricht gänzlich den heutigen Vorstellungen des Verhältnisses von Papst und Peripherie. Das war im Mittelalter immerhin eine mögliche Lösung einer momentanen oder einer dauernden Krise. Also diese Filterfunktion ist Luitpold zugewiesen worden von dem jeweiligen Bischof. Was er nicht zulassen wollte, sollte keine Geltung haben. Im Mai, und was vom Main aus nicht an die Rhone gehen sollte, das sollte er unterbinden können. Darüber hinaus gab er auch der entstehenden öffentlichen Meinung in Deutschland wichtige Stichworte. Ein Schreiben des Würzburger Domkapitels an Papst Benedikt XII. Von etwa 1338 diene als Beispiel. Johannes der 22. habe bei seinem Urteil gegen den Herrscher übersehen, vielleicht hat er das gar nicht so richtig verstanden, dass das Jus Scriptum, das heißt das römische Recht und das Corpus Juris Canonici, die politische Verfassung Deutschlands nicht
voll erfasse. Seit unvordenklichen Zeiten, der Text datiert das genauer, seit der Herrschaft Karls des Großen, der als Deutscher begriffen wird, sei es hier in Deutschland so gehalten worden, dass der Rechtsrahmen politischen Handelns aus dem geschriebenen Recht nicht ablesbar sei. Als de facto geltendes Gewohnheitsrecht könne die deutsche Verfassung nur aus der Wirklichkeit, aus der faktischen Gewohnheit abgeleitet werden, nicht aus der Rechtslage de jure. Weil Papst Johannes seligen Angedenkens einem euer Vorgänger vielleicht, wie wir glauben, diese Rechtsgewohnheit nicht kannte, sollte man nun bedenken, wenn der jetzige Papst Benedikt aber die irrtümlichen Prozesse seines Vorgängers, die gegen diese deutsche Consuetudo gerichtet waren, aufhebe, könne man sich sicherlich rasch auf eine Einigung verständigen und zum ersehnten Frieden gelangen. Nun, wir gehen nicht auf das traurige Geschick dieses Briefes ein, der in Avignon natürlich keinen Effekt machte. Kurze Zeit später haben die deutschen Kurfürsten auf einem offenbar gut vorbereiteten Treffen in Rens, dem Ort, an dem damals bereits regelmäßig die Wahlen eines römischen Königs stattfanden, 1338 einen Fürstenspruch verkündet, der die erprobte Rechtsgewohnheit Consuetudo solchen Reichsrechtes verschriftlichte. Es sei Reichsrecht und Rechtsgewohnheit des Reiches. Wer von den Kurfürsten, wer von den Kurfürsten einhellig oder mehrheitlich zum Rex Romanorum erwählt worden ist, der bedarf zu seiner Aufnahme der Handhabung der Güter und Rechte des Reiches oder zur Annahme des Königstitels keiner Benennung, Anerkennung, Bestätigung, Zustimmung oder Ermächtigung durch den apostolischen Stuhl, so wörtlich in Übersetzung. Mit diesem schlichten Satz war eine unmittelbare Mitwirkung des Papstes an der Nachfolgeentscheidung im Imperium für die Zukunft abgewiesen. Der Papst war aus der Verfassung des Deutschen Reiches entlassen, wie sich zeigen sollte, endgültig. Was immer die Bedeutung Lupolds bei den Verhandlungen und den Vorverhandlungen zur Renser Erklärung gewesen sein mag, er hat ein gutes Jahr nach der Renser Erklärung seinen Traktat De Juribus Regni et Imperii Ende 1339 abgeschlossen. Hier hat er eine eigene Theorie in brillanter Handhabung der zeitgenössischen kanonistischen Methode ausführlich entwickelt. Auch hier versteht er den Konflikt Ludwigs des Bayern mit den Päpsten als Resultat der Kollision des geschriebenen Rechts und der mündlich tradierten Rechtsgewohnheit. Der Rechtsbrauch, Consuetudo, der die faktische Gültigkeit in Deutschland garantiert, wird eingehend nach chronikalischen Quellen seit Karl dem Großen nachgewiesen. Fast ließe sich als seine These formulieren, Imperator Rex in Imperio suo. Doch Lupold selbst hat diese Formulierung nicht in Anspruch genommen, aber im Sinne nach steht sie in dem Text zu lesen. Für ihn ist aber das Regierungsrecht des deutschen Herrschers identisch mit den Regierungsrechten der europäischen Könige, wie sie die Kanonistik in Kooperation mit den Päpsten minutiös für die jeweiligen Königreiche entwickelt hatte, insbesondere Frankreich. Gewidmet hat Lupold seine Schrift dem geistlichen Kurfürsten Erzbischof Balduin von Trier, dem jüngeren Bruder des Kaisers Heinrichs VII. Dieser deutsche Kirchenfürst, der später noch den Griff seines Neffen Karls IV. Nach der römisch-deutschen Krone vorbereitet, organisiert und diplomatisch erfolgreich begleitet hat, konnte natürlich seine Politik nicht ausschließlich auf Lupolds Thesen stützen. Bezeichnend scheint mir diese Widmung dennoch. Lupold zeigt sich hier der Luxemburger Partei zugewandt. Man würde also erwarten, dass er auch den Entschluss Karls von Mähren, sich um eine Königswahl zu bemühen, mittragen wollte. Wir können nicht auf die
spektakuläre Abwendung der Luxemburger von Ludwig dem Bayern, ihrem eigenen Königskandidaten ursprünglich, eingehen, die in den 40er Jahren des 14. Jahrhunderts einen deutlichen Stimmungswechsel in Deutschland signalisiert. Luppolt jedoch, der als gelehrter Rat- und Kirchen- und Klerikerjurist auf Seiten der Luxemburger Partei durch seine Theorie zur Klärung des allgemeinen politischen Bewusstseins und damit auch zur Beruhigung der Herrschaft Ludwigs des Bayern beigetragen hatte, war an den sicherlich wieder vielfältigen Gesprächen und Verhandlungen nicht mehr für uns sichtbar beteiligt. Auch in Würzburg taucht er jetzt in den Hintergrundschatten der Bühne ein. Literarisch hat er sich nicht mehr primär mit kanonistisch-theoretischen Überlegungen beschäftigt, wenngleich er wohl auch immer noch in deutschen Diözesen unterwegs war, um dort seine Einsichten mündlich vorzustellen. Auch scheint er mit Intellektuellen vom Kaiserhof, wie dem englischen Franziskanertheologen Wilhelm von Ockham, in persönlicher Begegnung debattiert zu haben. An seinem Hauptwerk, dem Traktat De Juribus Regni et Imperii, hat er durch Zusätze zum Text und darin durch Nuancierungen und Retuschen weiter gefeilt. Was er jetzt jedoch neu niederschrieb, war keine Kanonistik, wenngleich er juristische Theorien nicht vergessen hatte. Er arbeitete vielmehr als Geschichtsschreiber, stellte die Förderung der deutschen Kirchen durch die deutschen Herrscher seit der Karolingerzeit zusammen und hat eine Würzburger Chronik zusammengestellt, die später auf die mainfränkische Lokalchronistik wirken konnte. Schließlich hat er in einem kurzen lateinischen Gedicht seine Standesgenossen, den deutschen Adel, aufgefordert, an der Reichspolitik größeres Engagement zu entwickeln. Den Griff Karls von Mähren nach der deutschen Krone jedenfalls hat er, soweit zu erkennen ist, nicht aus der Nähe begleitet. Bezeichnend ist sein Bericht über die Wahl Karls, den er zweimal, leicht variierend, allerdings erst nach dem Tod Ludwigs des Bayern, niedergeschrieben hat. Hier entwickelt er knapp, doch die Probleme präzise verzeichnend, folgendes Bild. Noch zu Lebzeiten Ludwigs, als dieser, Zitat, wirklich noch wirkungsvoll bescheiden, wohlwollend, gesprächsbereit und friedlich tätig war, hätten sich die Kurfürsten wieder im Nussgarten zu Renz versammelt, um, Zitat, aufgeheißt Papst Clemens VI. Zur erhofften Vernichtung der Macht Ludwigs IV., der als König und Kaiser durch den damaligen Papst Johannes dem 22. abgesetzt worden war, die Wahl eines Königs vorzunehmen. Luppolt zählt dann weitere Unregelmäßigkeiten auf, nennt die problematische Anwesenheit unberechtigter Wähler und gleichermaßen auch die Abwesenheit berechtigter Wähler bei dieser Wahl. Da der Papst den Erzbischof von Mainz abgesetzt und einen neuen durch Provision erhoben hatte, wählte nämlich nicht Heinrich von Firneburg, sondern Gerlach von Nassau als Erzbischof von Mainz, während Markgraf Ludwig von Brandenburg, der Sohn Ludwigs des Bayern, zur Teilnahme gar nicht eingeladen worden war und ebenso der nicht eingeladene Pfalzgraf bei Rhein, der Wittelsbacher, dieser Wahl erst nachträglich seine Zustimmung gegeben hatte. Ausdrücklich kanonistisch formuliert ist die Kritik, diese beiden Kurfürsten wären durch Contemptus in ihrem Wahlrecht behindert worden. Am deutlichsten scheint die verschwiegene Kritik in der Mitteilung, der Papst in Avignon habe diese problematische Wahl 1346 nach Materie und Form pflichtgemäß geprüft und formgerecht und feierlich in Kraft gesetzt. Soweit ist das Zitat. Woraufhin der Erzbischof von Köln, Karl IV., 1346 in Bonn feierlich gekrönt habe. Der Doctor Decretorum Luppolt stellt also mit bitterer Ironie den Tatbestand dar, den zumindest jeder Rechtskundige als anstößig empfinden musste. Ein durch rechtswidrigen Ausschluss, Contemptus, zweier Wähler und ungeklärter Teilnahme anderer nicht regelrecht oder doch problematisch zusammengesetztes Kurfürstengremium hat zu Lebzeiten des Herrschers, Ludwig,
der vor mehr als zwei Jahrzehnten vom damaligen Papst abgesetzt worden war, aber jetzt sein Amt wirkungsmächtig, präpotens versah, und das ist für Luppold ein ganz wichtiger Gesichtspunkt für die Wirksamkeit, für die faktische Durchsetzung eines Königs. Er wird es dann später für Karl ebenfalls so sehen. Also habe dieses zweifelhafte Gremium Karl zum König gewählt, um auf Geheiß des Papstes Ludwigs Macht zu brechen. Und der Papst beeilt sich, sein hier nicht näher begründetes und beschriebenes Recht auf Prüfung von Materie und Form dieser Wahl wahrzunehmen und Karl zu approbieren. Das sind nicht Bemerkungen, die auf einen Anhänger der Partei Karls IV. Schließen lassen. Von dem Thronkampf, von den Schwierigkeiten Karls IV., von seinem krankheitsbedingten Rückzug nach Böhmen fällt keine Silbe. Nur der plötzliche Tod Ludwigs des Bayern am 11. Oktober 1347 wird genannt. Der Versuch der Wittelsbacher, Günther von Schwarzburg als römischen König zu etablieren, wird nur noch flüchtig, deutlich nebensächlich erwähnt. Offensichtlich hatte Luppold sein Engagement und die Seite gewechselt. Auf Wegen, die hier nicht mehr zu betrachten sind, hat er wenig später Würzburg verlassen können und hat als Bischof von Bamberg schließlich regelmäßig mit Karl IV. Kooperiert. Auch an dem Nürnberger Tag zur Beratung der Goldenen Bulle hat er teilgenommen. Wir wissen jedoch nicht, wie weit er auf die Formulierungen dieses Grundgesetzes deutscher Staatlichkeit eingewirkt hat. Sachlich war seine Lebensarbeit aber zweifellos eine unverzichtbare Voraussetzung für Karls IV. Dissimulierende Politik gegenüber Papst und Kurie. Hier unterscheide ich mich etwas von Frau Hedlikova, wie Sie vielleicht bemerken. Also für seine dissimulierende Politik der Kurie gegenüber. Die er von Anfang an immer wieder erfolgreich erprobt hat. Ohne die klaren Aussagen Luppolds hätte Karl nicht die kurialen Ansprüche etwa vor seiner eigenen Kaiserkrönung oder später noch in der Frage der Nachfolge seines Sohnes Wenzel so erfolgreich beschweigen können. Michael Menzel konnte eine Metapher aus dem kapitalistischen Wirtschaftsleben der Gegenwart aufgreifen und in den Formulierungen der Goldenen Bulle eine feindliche Übernahme von Ludwigs Positionen erkennen. Das möchte ich hier gar nicht diskutieren. Die kühle Inanspruchnahme kaiserlichen Eigenrechtes, die bei Karl IV. Jedoch anders als bei Ludwig dem Bayern ohne ausdrücklichen und weithin hallenden Protest erfolgte, die immer wieder verschwiegene Abweichung von ausdrücklichen Versprechungen, die unermüdlich wiederholt, aber selten auch eingehalten wurden, die diplomatische Arbeit mit fiktiv zurückdatierten und kontrafaktisch feierlichen Diplomen im Geschäftsverkehr mit kurialen Stellen, das alles hatte einen brauchbaren theoretischen Hintergrund in Ludwigs des Bayern lebenslangem Kampf gegenüber steigerte kuriale Ansprüche. Doch das in den drei Jahrzehnten der Regierung Karls IV. Im Einzelnen zu verfolgen, das wäre das Thema einer anderen und sicherlich sehr viel längeren Betrachtung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Vielleicht gibt es noch zwei, drei kurze Fragen. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit will ich das jetzt nicht zu sehr verlängern. Die Historiker sind weniger diskussionsfreudig als die Kunsthistoriker, scheint es. Bitte? Bitte, Herr Freitag. Ja, Sie mögen es mir verzeihen, wenn ich jetzt eine Frage stelle, die in Ihren Reihen vielleicht ganz banal ist, aber sie klang ja eigentlich als Problematik jetzt bei Ihrem Schluss auch an. Die Goldene Bulle insistiert ja eben darauf, dass sie die Approbation eben nicht bedarf, sondern eben juristische Grundsätze maßgeblich sind, um eben die Herrscherwahl zu legitimieren. Aber in welchem Zusammenhang steht denn die Romfahrt von Karl IV., eben die Pseudo-Approbation? Meinen Sie das mit dieser... Ja, das
Das ist eine sehr die Sache. Also in der Goldenen Bulle steht von Approbation gar nichts. Nicht? Gar nichts. Da steht kein Wort, Approbation kommt nicht vor. Und das ist die Politik des Verschweigens, wie ich sie genannt habe, nicht? Die dissimulierende Politik. Dagegen sagt die Goldene Bulle, dass der Gewählte, der, also nach der Terminologie von Johannes dem 22., der Elektus, der müsse sofort nach der Wahl die Privilegien bestätigen für die Kurfürsten. Also das ist ja nun wirklich eine Wahrnehmung von Rechten des Reiches, von Gütern und Rechten des Reiches. Also faktisch hat er was zu sagen, aber von Approbation vorher oder nicht vorher hat er nichts gesagt, nicht? Sondern er sagt nur, er bestätigt eben. Das ist die Politik von Karl dem IV. Ganz typisch. Mit dem Romzug, also er hat sicher die Approbation 46 nach seiner Wahl durch Gesandte natürlich in Rom eingeholt. Und Sie sehen schon, die passiert sofort, nicht? Der ist kaum gewählt, da kommt der Gesandte kommt nach Avignon und schon bringt er die Approbation mit zurück. Der Ludwig der Bayer, der musste also da noch 6 Jahre warten und hatte sie dann immer noch nicht gekriegt, nicht? Und vielmehr, der musste noch mal 22 Jahre warten und hat sie immer nicht gekriegt. Also da sehen Sie, dass die Approbation eben auch für die Kurie natürlich also eine unterschiedliche gehandhabt wurde, nicht? Das ist, die hatte ihre Bedeutung verloren durch den Streit und sie verlor sie natürlich dann erst recht im Schisma. Da konnte der deutsche Elektus sich aussuchen, bei wem er sich die Approbation holte, und die kriegte er natürlich auch, und die Approbation wurde sozusagen zu einem Briefempfangsregister, nicht? Also wir haben das erfahren und nicht, und dann gibt es, also hat die Approbation rechtlich, staatsrechtlich, wenn Sie so wollen, keine Bedeutung mehr, nicht? Also der Romzug zur Kaiserkrönung von Karl dem IV., er hat einen ganz anderen Zusammenhang, der hat den Zusammenhang mit dem gesamten mit der gesamten mittelalterlichen Geschichte seit, wenn Sie wollen, seit Otto dem Großen, nicht? Also man kann nur Kaiser werden, wenn man in Rom vom Papst gekrönt wird. Ludwig ist der einzige Ausreißer, der in Rom gekrönt wurde, aber nicht vom Papst, nicht? Aber das hat keine andere mehr nachgemacht. Die leichte Ironie der Geschichte wollte es so, dass 120 oder 100, naja, das ist ein bisschen mehr, also dass im 16. Jahrhundert die deutschen Herrscher grundsätzlich auf die Krönung durch den Papst verzichtet haben. Nicht etwa, weil die Reformation stattgefunden hat, sondern weil das einfach zu mühsam war, nicht? Also man ist dann nicht mehr nach Rom gezogen, sondern hat sich mit dem Titel eines Imperator Romanorum Electus, da war das nicht mehr gefährlich, nicht? Da war der Electus sozusagen nur ein Zeichen dafür, man war gewählt und war eben Imperator und brauchte die Krönung nicht mehr. Das ist die Entwertung der Krönung durch den Electus. Aber das wäre die Lösung gewesen fürs 14. Jahrhundert, wenn es da überhaupt durchsetzbar gewesen wäre. Es war es aber nicht, nicht? Sie sehen hier einfach den Unterschied von Terminologie, Rechtsbedeutung und verfassungsmäßiger Verfassungszustand in der Geschichte. Ja, vielen Dank. Wir müssen leider zum nächsten Vortrag übergehen. Das heißt nicht leider wegen des Vortrags, sondern weil die Zeit voranschreitet. Frau Schlotheuber ist Professorin in Düsseldorf. Ich habe schon vorhin angekündigt, ist aber auch Mitglied der Direktion der Monumenta Germania Historica und des Collegium Carolinum. Sie hat sich viel beschäftigt mit den Franziskanern und vor allem mit den Frauenklöstern, der literarischen und materiellen Kultur in diesen Klöstern, mit der Bildung von Nonnen, aber auch mit der Herrschaftskonzeption Karls des IV. Darauf wollen wir Sie heute hören. Ja, herzlichen Dank, Herr Pauli. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Reuth und Herr Kuttan. Und ich freue mich, dass Herr Lawatschik da ist jetzt. Als sich Karl IV. Im Herbst 1354 auf den Weg nach Rom zur Kaiserkrönung machte, da war der Ausgang des Unternehmens mehr als ungewiss. Gut in Erinnerung, und das haben wir ja auch eben gehört, waren die blutigen Kämpfe Heinrichs des VII. Und vor allen Dingen die umstrittene Krönung des gebannten Wittelsbacher
Und die hatte das in Italien eben jahrzehntelange unüberwindbare, schier unüberwindbare Parteienkämpfe ausgelöst. Das Kaisertum, daran bestand gar kein Zweifel, war in einer tiefen Krise. Der komplizierten politischen Lage in Oberitalien zum Trotz gelang es Karl IV. Im Frühjahr 1355, die Kaiserkrönung in Rom zu erreichen. Allerdings nicht durch den päpstlichen Legaten Egidius Albanos, obwohl Innozenz VI. Den spanischen Kardinal mit der Krönung des Luxemburgers beauftragt hatte. Der Kardinal wich diesem Auftrag vielmehr aus. Er vermied ganz lange überhaupt eine Begegnung mit dem römisch-deutschen König, obwohl oder vielleicht eben weil die Rechte des Papstes und des Kaisers in Rom und in Oberitalien fast untrennbar miteinander verwoben schienen. Das augenscheinliche Desinteresse des Legaten, der in diesen Jahren ganz entschieden und vor allen Dingen erfolgreich für die Wiederaufrichtung des Patrimonium Petri kämpfte und damit zum zweiten Gründer des Kirchenstaates wurde, hat die Forschung zu ganz verschiedenen Thesen veranlasst. War der Legat durch den Krieg gegen die Malatesta im Frühjahr 1355 verhindert oder scheute er die finanziellen Aufwendungen im Vergleich zur geringen Ehre, wie Villani es für die Kardinäle Elias de Talleyrand und Guy de Boulogne nahelegt? Diese Erklärungen können letztlich nicht überzeugen. Für Albanos war der Griff nach der Kaiserkrone eine existenzielle Herausforderung, nicht nur, weil der zukünftige Kaiser eine konkurrierende Gewalt in Italien darstellte, wie Heinrich VII. Das ja gewesen war und auch Ludwig, und die Position seiner Feinde legitimierte, sondern auch, weil es bei der Krönung ganz konkret um das Verhältnis von kaiserlicher und päpstlicher Gewalt in Rom und im Kirchenstaat gehen musste. Wenige Monate nach der Kaiserkrönung kamen der Kaiser und die Kurfürsten in Nürnberg zu den Beratungen über die Verfassung des Reichs über die zur goldenen Bulle zusammen. Als man 1356 den Ablauf festschrieb der Königswahl, das haben wir eben gehört, da blieb das Approbationsrecht unberücksichtigt. Aber man muss darauf hinweisen, dass die Kurie darauf natürlich auf keinen Fall verzichtet hat und später das auch immer noch weiter eingefordert hat. Wenige Monate später, im Frühjahr 1357, erreichte der spanische Legat Albanos auf dem Parlament in Fano mit der Promulgation die ägidianischen Konstitutionen eine konstitutive Neuordnung des Kirchenstaates, also gleichbedeutend mit der Goldenen Bulle eigentlich. Nichts schien bislang auf einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ordnungsentwürfen der Goldenen Bulle und den ägidianischen Konstitutionen hinzudeuten, denen beide eine so lange Laufzeit und Lebenszeit, nämlich bis 1806 bzw. 1816, beschieden war. Allerdings, ganz abwegig erscheint ein Zusammenhang nicht, kam es doch nach der Kaiserkrönung 1355 zu einer Begegnung zwischen den beiden Protagonisten, dem Kaiser und dem Legaten, die in diesen Jahren mit allen Kräften eine dauerhafte Verfassungsordnung im Reich und im Kirchenstaat betrieben. Im Zusammenhang mit diesem Treffen ist eine Miniatur von Kaiser und Papst entstanden, die Egidius Albanos an prominenter Stelle in sein Treueschwurregister aufnahm. Obwohl oder gerade eben weil das Verhältnis zwischen Karl IV. Und dem päpstlichen Legaten im Vorfeld der Kaiserkrönung so eigenartig schwer zu fassen ist, lohnt sich ein näherer Blick. Warum hat sich der spanische Legat der päpstlichen Weisung, Karl zu krönen, widersetzt? Die Bestimmung der Goldenen Bulle hat die Kurie ja prinzipiell anerkannt, denn der päpstliche Nuntius Elias de Talleyrand eröffnete, wie Sie wissen, am großen Hofdach in Metz 1356 mit der Promulgation des zweiten Teils der Gesetzessammlung feierlich die Weihnachtsmesse, während der Kaiser mit blankem Schwert das Evangelium las. Eindrücklicher ließ sich das friedliche Zusammenwirken und natürlich auch die Akzeptanz von kaiserlicher und geistlicher Gewalt kaum zur Schau stellen. Jürgen Mietke hat 1995 diese Problematik sehr gut zusammengefasst. Ein Protest der Kurie zur Goldenen Bulle blieb aus, obwohl zwei ganz wichtige, erbittert umkämpfte Rechte übergangen wurden. Das päpstliche Approbationsrecht und das Reichsvikariat, das man nämlich in der Goldenen Bulle den Pfalzgrafen bei Rhein und dem Herzog von Sachsen übertrug. Die Kurie vertrat vielmehr die Position, dass bei der Thronvakanz der Papst als Vicarius Christi, also als Verwalter des Reichs, fungierte.
Und das, dieses Reichsvikariat hat Clemens der V. 1313 als legale Basis genommen, um die kaiserlichen Gerichtsurteile gegen Robert von Neapel zu legitimieren. Heinrich der VII., der diese Urteile in Rom gesprochen hatte, war zu diesem Zeitpunkt schon verstorben, sodass jetzt für die Kurie die entscheidende Frage bestand: Würde der nächste Kaiser diese Aufhebung der Gerichtsurteile akzeptieren? Und damit würde er diese weitreichenden Eingriffe in das Reichsrecht akzeptieren. Und ich glaube, dass diese Frage einer der Gründe war, warum es überhaupt noch zur Kaiserkrönung kam. Denn wenn es nicht wieder einen neuen Kaiser gab, war es eben auch nicht möglich, diese Entscheidung Clemens des V. sozusagen von weltlicher Seite, von Reichsseite akzeptiert zu sehen. Die Vorrangstellung des Papstes als Vicarius Imperii war bei der Kaiserkrönung Karls des IV. Als päpstliche Forderung also ebenso präsent wie die Forderung nach der päpstlichen Approbation des Elektors. Die Goldene Bulle hat beiden Ansprüchen faktisch eine Absage erteilt. Es gehört deshalb zu den seit langem ungelösten Forschungsfragen. Warum hat die Kurie das eigentlich widerspruchslos hingenommen? Herr Mietke hat ja eben gesagt, es sei eine dissimulierende Politik Karls des IV. Gewesen. Das stimmt vielleicht, aber die entscheidende Frage ist ja, warum hat sich die Kurie dagegen nicht gewehrt? Denn sie hat es ja, natürlich konnte ihr das überhaupt nicht entgehen. Die Kurie hatte sich bereits ganz früh gegen ein mögliches Eingreifen Karls des IV. In Italien abgesichert. Man trotzte dem Markgrafen weitreichende Forderungen ab, als er ganz auf die Unterstützung der Kurie angewiesen war. Vor allen Dingen trotzte man ihm ab, dass er auf alle Herrschaftsansprüche in Rom und im Kirchenstaat zu verzichten habe. Nach der Kaiserkrönung waren Omnia Privilegia Constantini, also die konstantinische Schenkung, und zwar cum effectu, zu ratifizieren. Der Verzicht auf den weltlichen Herrschaftsanspruch im Kirchenstaat und die Anerkennung des päpstlichen Approbationsrechts schienen die unübergehbaren, die notwendigen Bedingungen, unter denen eine Kaiserkrönung in Rom für die Päpste in Avignon überhaupt noch vorstellbar war. Papst Innozenz VI. Benennt dann am 10. November 1354 drei Kardinäle, Pierre Bertrand, das war der Bischof von Ostia, Guy de Bologne und Elias de Talleyrand de Périgord. Die sollten Karl in Rom krönen, beziehungsweise sie konnten Karl in Rom krönen. Angesichts Klammerkassen sollten sie das nämlich auf eigene Kosten tun. Die päpstliche Entscheidung war im Konsistorium aber umstritten gewesen. Einflussreiche Männer, heißt es bei dem Chronisten Johannes Porta, zögerten einer Erhöhung Karls zuzustimmen. Und tatsächlich wichen die Kardinäle Guy de Bologne und Elias de Talleyrand dieser Weisung auch aus und weigerten sich, also entschieden sich dagegen, nach Rom zu fahren und die Krönung vorzunehmen. 1355 schreibt Pierre Bertrand, der Letzte also, an Karl den IV., sie hätten es aus Geiz, Furcht und Bequemlichkeit, hätten sie sich gegen eine Krönung des böhmischen Königs und römisch-deutschen Königs entschieden. Aber vermutlich waren diese Vorbehalte, von denen Johannes Porta spricht, gegen die Kaiserkrönung eher grundsätzlicher Art. Und man hatte in Avignon nicht vergessen, was Robert von Anjou im September 1313 Papst Clemens V. nachdrücklich geraten hatte. Der Papst möge doch über die Wahl und die Bestätigung des römisch-deutschen Königs grundsätzlich noch einmal nachdenken und überlegen, wie viel Verfolgung und Leid das Kaisertum der Kirche im Laufe der Zeit eigentlich zugefügt habe. Mal ganz abgesehen von den Verwüstungen und Zerstörung Italiens. Am besten, so Robert, wäre es, wenn es gar nicht mehr zur Wahl eines römisch-deutschen Königs käme oder nicht zur päpstlichen Bestätigung desselben. Im Falle, dass die Wahl schon bestätigt sei, so wie das ja dann bei Karl war, sollte er weder die Ehre der Krönung und Konsekration erlangen, noch sollte er italienisches Gebiet betreten dürfen. Aber Innozenz VI. Hielt an seiner Entscheidung fest. Allerdings bis zum Januar 1355 geschah in der Krönungsangelegenheit gar nichts weiter. Man wollte erst mal sehen, ob Karl IV. Sich in Oberitalien überhaupt durchsetzen würde.
Karl gelang es jedoch in unermüdlichen und zähen Verhandlungen, die oberitalienischen Kommunen, und zwar eine nach der anderen, zur Anerkennung seiner Oberherrschaft und mindestens genauso wichtig, zur Zahlung von Reichssteuern zu gewinnen. Wir haben ja heute schon gehört bei Bruno Klein, dass die Ereignisse in Siena durch die Anwesenheit Karls eine wirkliche Wende waren, durch den Aufstand der Nuove. Und da sieht man auch, was sozusagen allein die Anwesenheit einer möglichen konkurrierenden Macht in Italien für Schwierigkeiten auslöste und für Parteienkämpfe. Aber selbst der stolze Florenz, Symbol guelfischen Widerstandes, lenkte schließlich unter großen finanziellen Opfern aus Angst vor Isolation ein. Karls Einigung mit den Visconti und seine Krönung mit der lombardischen Krone am 6. Januar 1355 zwangen Innozenz schließlich, eine zweite Krönungsdelegation zusammenzustellen. Am 31. Januar beauftragt er neben dem Bischof von Ostia, dem Pierre Bertrand, den Legaten Egidius Albanos mit der Kaiserkrönung Karls IV. Offensichtlich hatte Albanos tatsächlich zunächst erwogen, nach Rom zur Kaiserkrönung zu ziehen. Und als er es noch erwägt oder als die Sache noch ungewiss war, da hilft ihm Karl IV. Mit einer ganz materiellen, unterstützt ihn militärisch im Kampf gegen die Malatesta, aber es war umsonst. Letztendlich entschied sich auch der Legat gegen eine Krönung des römisch-deutschen Königs Karl. Für Karl muss die Weigerung des Legaten eine persönliche Niederlage und eine große Gefahr für die bevorstehende Krönung gewesen sein. Nur Egidius Albanos war als Legatus Alatere in der Lage, die Person des Papstes zu vertreten. Die Sache stand auf Messerschneide. Nun kam alles auf den Kardinal von Ostia, Pierre Bertrand, an. Der Chronist Johannes Porter schildert detailliert die lange verzögerte Abreise des Kardinals aus Avignon, den seine Kollegen noch von dem Unternehmen abzuhalten suchten, die widrigen Winde und schließlich den Entschluss des Kardinals, die Reise zu Land fortzusetzen. Schließlich kommt es am 12. März 1355 in Pisa tatsächlich zu einer Zusammenkunft mit dem König. Und zu diesem Anlass hielt Pierre Bertrand eine Predigt, die sich angesichts der erkennbaren Schwierigkeiten, überhaupt einen Koronator zu finden, passenderweise Jesaja 6,8 widmete. Wen soll ich schicken und wer von euch wird gehen? Der Kardinal betonte unmissverständlich die Superiorität des Papstes in dieser Predigt. Die Kaiserkrönung sei grundsätzlich nur dem Papst vorbehalten, Ludwig der Bayer, in dessen Hand alle Gewalten und alle Rechte der Reiche liegen. Hier in dieser Predigt wurden also in allgemeiner Form die Bedingungen kommuniziert, unter denen die Kurie sich eine Kaiserkrönung überhaupt noch vorstellen konnten. Und diesen Bedingungen hat Karl IV. Nicht widersprochen. Das war ganz deutlich eine Abkehr von der Position seines Großvaters Heinrichs VII. Und dieses Einlenken dürfte die Voraussetzung für die vollständige Rehabilitierung des ersten Luxemburger Kaisers gewesen sein. In Pisa, nach dieser Rede, nach der Predigt, feierten nämlich der Kardinal Pierre Bertrand und Karl gemeinsam den Jahrestag Heinrichs VII. An seinem Grab, wobei 20 deutsche und italienische Geistliche in Pontifikalkleidung am Grab des Kaisers Gebete sprachen. Man demonstrierte so öffentlich die Versöhnung der Kirche mit dem einst von der Kirche gebannten Vorgänger und Großvater Karls. Vielleicht auch mit Blick auf die scharfe Kritik William von Ockhams, der Karl als Enkel eines Gebannten die Befähigung zum Empfang der Kaiserwürde abgesprochen hatte. Die Spannungen zwischen dem Kardinal Albanos und Karl wurden unübersehbar, als Pierre Bertrand und Karl von Siena aufbrachen und Viterbo erreichten, eine Stadt, die Albanos gerade nach harten Kämpfen für den Kirchenstaat zurückerobert hatten. Von Albanos eingesetzte Stadtkommandant verweigerte dem römisch-deutschen König den Zutritt, während der Bischof von Ostia mit gewohnter Ehrerbietung zeremoniell eingeholt wurde. Karl IV. Verbrachte daraufhin die Nacht in der Stammburg der Herren von Vico, dem schärfsten Gegenspieler Albanos aus alteingesessenem, traditionell ghibellinisch gesonnenen Adel. Zu einem offenen Konflikt kam es aber nicht.
Als Karl am Ostersonntag am 5. April 1315 eskortiert von einer Florentiner Garde Rom erreichte, hielt er sich ganz erkennbar an alle Beschränkungen, die der Papst ihm aufgelegt hatte. Berühmt ist ja sein Pilgerbesuch der römischen Kirchen am Tag davor. Der Bischof von Ostia, Pierre Bertrand, krönte ihn und seine Gemahlin in einem sehr gedrängten, aber feierlich und friedlich verlaufenden Zeremoniell, nachdem er unzählige auf der Brücke zur Engelsburg zu Rittern geschlagen hatte. Katharina Kubinova hat das Zeremoniell jüngst detailliert nachgezeichnet. Einige Handlungen aber, die natürlich an die Person des Papstes gebunden waren, mussten jetzt unterbleiben. So zum Beispiel der Strator- und Marschalldienst, und darauf werde ich noch zurückkommen. Karl IV. Bestätigte dann als Kaiser die 1346 dem Papst geschworenen Vereinbarungen. Im Gegensatz zu seinem Großfänger, Vater und seinen Vorgängern überhaupt, verzichtete er aber nach seiner Krönung auf alle weltlichen Herrschaftshandlungen, und er hat auch niemandem seine Autorität für die Ausübung des weltlichen Amtes in Rom geliehen. Da er sich verpflichtet hatte, nicht länger als einen Tag in Rom zu weilen, bricht er noch während des Krönungsmahls auf und verlässt mit der Gemahlin und dem Gefolge Rom. Erbittert darüber, dass der Kaiser der Kurie die Herrschaft in Rom kampflos und überließ, rief Petaka dem Kaiser hinterher, er habe die Krone eher geraubt als gewonnen und sei mit dem bloßen Namen des Imperiums zufrieden. Aber dennoch, so ruhig und ohne Kampf und Blutvergießen, so Emil Wierunski, war schon seit langem keine Kaiserkrönung vorübergegangen. Aber natürlich, das Verhältnis des Legaten bedurfte noch der Einigung. Im April 1355 schreibt Petrarca an seinen Humanistenfreund Neri Morando, Zitat: Freilich, was du über die Zusammenkunft des Cäsars mit dem Legaten in größter Hellsicht voraussagst, das nehme ich rückbehaltlos an und meine fast das Ereignis selbst vor mir zu sehen. Somit bin ich weniger beunruhigt, weil das Reittier des Legaten sich gegen den Cäsar aufbäumte, Calcitrarit, als vielmehr darum, dass ich erkannt habe, dass die Gemüter sich aufbäumen. Auch weiß ich, dass keine Gewalt eine andere neben sich deutet. Das scheuende Pferd, das die Herausgeberin Berthe Widmer als ein böses Omen deutet, auf das andere Quellen keine Hinweise geben, das war vielmehr Petrakas Bild für die widerstrebende Haltung des Legaten. Ohne seine Beteiligung, so mochte Albanos gehofft haben, würde es nicht zu einer Krönung kommen. Johannes Porter berichtet, dass der Kaiser über Albanos Weigerung sehr erzürnt war. Ohne die Vermittlung des Kardinals, Zitat Johannes Porter, des Kardinals von Ostia, wäre der erwähnte Herr Legat Albanos mit Sicherheit nicht des Kaisers Freund geblieben. Und zwar deswegen, weil er für den Kaiser und die Seinen bereits entschieden feststand, dass es an dem genannten Legaten gelegen hätte, wenn die Sache misslungen und der Kaiser der Krone, die ihm doch zustand, beraubt und betrogen worden wäre. Die Brisanz wird erkennbar, wenn man weiß, dass Heinrich VII. Den Versuch Roberts von Anjou, ihn an seine Kaiserkrönung zu verhindern, als Crimen laesae majestatis beurteilt hatte. Nun war es aber zur Krönung gekommen, und auch für Aegidius Albanos musste jetzt an einer Verständigung gelegen sein. Es bedurfte sehr viel Diplomatie, bis ein Treffen zustande kam, aber als der Legat dann am 1. Mai 1355 in Siena eintritt, da ritt ihm der Nuntius, der rangniedere Pierre Bertrand, vor die Tore der Stadt entgegen. Das mit dem Bischof von Ostia, der deutlich rangniedere Gesandte, die Kaiserkrönung vorgenommen hatte, zeigte sich jetzt bei dem öffentlichen Zusammentreffen. Die Klugheit des Kardinals möge man beachten, hebt der Chronist Johannes Porter hervor, denn er trug, um den Legat zu ehren, in seiner Anwesenheit nicht den roten Mantel, obwohl er ihn vorher und hinterher getragen hat, sondern der Pierre Bertrand wählte die himmlische Farbe, Color Celestinus, also blau. Auf den Kardinal folgte wenig später der Kaiser persönlich zum Empfang des Aegidius Albanos, was die Gesandten bei der Rückkehr erlaubte, den Kaiser in die Mitte zu nehmen. Dabei haben sie Johannes Porter auf dem Rückweg auf den Segensgestus verzichtet, und zwar deswegen, weil immer dem Ranghöheren der Segensgestus zustand, und sie haben sozusagen eine fiktive Ranggleichheit bei dieser Einholung zelebrieren oder performieren wollen, und zwar deswegen, weil natürlich indem Pierre Bertrand
die Krönung vorgenommen hatte, er sozusagen im Rang eigentlich die Stellung des Albanos eingenommen hat. Als sie in die Stadt zurückgekommen waren, begannen die Verhandlungen zwischen Karl und Albanos, und im Zuge dieser Verhandlungen, gleichsam als ihr bildlicher Ausdruck, dürfte die Darstellung von Kaiser und Papst im Treueschwur des Register des Aegidius Albanos zu verstehen sein. Aegidius Albanos war es in den letzten 3 Jahren gelungen, fast den ganzen Kirchenstaat unter die faktische Herrschaft der Kirche wiederzubringen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass natürlich sehr viele von den Herren und Gebieten gebannt waren, und die werden jetzt absolviert, und sie müssen beschwören und notariell namentlich bekunden, dass sie ganz allein die Kirche als ihre Herren in Zukunft gehorchen würden. Sie müssen beschwören, niemanden ohne Erlaubnis des Papstes als Herrn anzuerkennen. Und diese ganzen Herren, die jetzt unter die Herrschaft der Kirche zurückkehren, sind alle namentlich in diesem Kodex aufgelistet. Das ist nur der Kodex, ein Riesending für Ancona. Davon muss es noch sehr viel mehr gegeben haben. 2 davon sind überliefert bis heute. Dieser Kodex ist natürlich eigentlich eine Art pragmatische Schriftlichkeit und deswegen ganz einfach gestaltet, aber die Titelseite zeigt, ist repräsentativ ausgestaltet. Das Bild ist ja ganz berühmt. Es zeigt Albanos als in der ikonografischen Form einer Herrscherdarstellung mit dem päpstlichen roten Mantel, nicht die kardinalizische Kappa, sondern das ist wirklich der päpstliche Mantel als Legatengewand. Und Sie sehen auch, dass er rechts in der Hand 5 umwehrte Städte darstellt. Die werden ihm von 5 Personen übergeben. Und Sie sehen, dass 4 davon wie Bürger gezeichnet sind. Einer mit Seidenhaube vorne und knöchellanger Kleidung als Adeliger. Das soll heißen, Adel und Klerus kehren in den Schoß der Kirche zurück. Auf der linken Seite sehen Sie Albanos Ritter unter der Führung von Blasco Fernandez. Und darüber sehen Sie eine Abbreviatur einer Stadt, bei der die Trajansäule zu erkennen ist, die diese Stadt als Rom ausweisen. Der Text ist datiert auf 1355, und die zweite Seite ist ikonografisch mindestens ebenso interessant, aber ich will jetzt hier nur auf den Inhalt eingehen. Auf der zweiten Seite wird, also in diesem Vorwort wird betont, dass die Apostel die Herrschergewalt innehatten, dass sie als Richter über die Welt gesetzt sind. Und im zweiten Teil wird interessanterweise erklärt, warum es zur Abfassung dieses Kodex überhaupt kam. Und zwar heißt es hier, dass einige, obwohl sie durch die Milch der Kirche ernährt wurden, versucht hatten, Aktenstücke zu verbergen oder zu zerstören. Und vor diesem Hintergrund habe der Legat den Befehl gegeben, dass alle Urkunden, die die Rechte der Kammer betrafen, wortgetreu in einer Registratur abgeschrieben wurden. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, es war eine doppelte Registratur. Einmal hatten die Kommunen diese Eide, aber der Legat lässt sie nochmal in eine große Registratur aufnehmen. Und zwar deswegen, weil jedes Mal, wenn die Herrschaftsverhältnisse sich geändert haben, die Städte und Kommunen ihre Unterlagen zerstört haben und die Imbreviaturbücher zerstört haben. Und das sollte nun hier deutlich gemacht werden für das Parlament auf Fano. Es würde nichts nützen, wenn man auf kommunaler Seite die Kopien bzw. Imbreviaturbücher zerstört. Die Kirche hat ein ewiges Gedächtnis. Hier waren die Eide sozusagen nochmal gesichert. Der Kaiser wird als Ordnungsmacht in den Constitutiones Aegidianae ebenso wenig erwähnt wie der Papst in der Goldenen Bulle. Mit keinem Wort. Das grundsätzliche Verhältnis von Kaiser und Papst als Voraussetzung für die Neuordnung des Kirchenstaates ist im Treueschwurregister des Albanos in ein Bild gefasst, das in der Forschung wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Die Illustration zeigt einen Papst mit Heiligenschein, gekrönt mit einer Tiara mit Goldreif, vor einer zinnenbewehrten Architektur, die gleichzeitig als Thron dient, aber die sozusagen den Verweis auf Rom gibt. Die rechte Hand des Papstes ist im Segensgestus einem vor ihm knienden Herrscher mit Krone zugewandt, und der kniende Herrscher überreicht
dem thronenden Papst mit der linken Hand eine Tiara, nämlich das Zeichen der weltlichen Macht. Und zwar, also hier können Sie es nochmal besser drauf sehen, und diese Tiara, das können Sie hier erkennen, hat zwei Kronreifen, und das ist sehr erstaunlich, denn seit Bonifaz im 8. hatten sich eigentlich ein dreikroniges Triregnum durchgesetzt, und man kann sich aber vorstellen, dass diese beiden Kronen, die hier übergeben werden, sich mit der Tiara, die der Papst Silvester I. trägt, zu einem dreikronigen Triregnum addieren. Mit der rechten Hand verweist der Kaiser auf jene 5 Städte, die Sie schon kennen und die als Symbol die von der Kirche zurückeroberten Gebiete darstellen. Die Übergabe der Tiara an den Papst als Insignie weltlicher Herrschaft ist ganz offensichtlich auf diese Städte zu beziehen. Unübersehbar wird auf die Ikonografie der Silvesterkapelle in San Quattro Coronati Bezug genommen, und zwar eben auf die berühmte Szene der konstantinischen Schenkung, in der Kaiser Konstantin Papst Silvester mit der Tiara die weltlichen Herrschaftsrechte übergibt. Das ist natürlich bedeutsam, weil wir gar nicht viele Aufgreifungen oder ikonografische Aufgreifungen von der Silvesterkapelle kennen. Und was man hier sieht, ist, dass ein Bild wie ein Text mit seinem gesamten Assoziationszusammenhang zitiert wird. Die Darstellung im Treueschwurregister des Egidius Albanos mutet wie eine bildliche Privilegienbestätigung Karls IV. An, der die Schenkung des Vorgängers im Kaiseramt erneuert. Und in der Tat forderten ja die Krönungsanweisungen, dass Karl IV. Omnia privilegia Constantini cum effectu nach der Kaiserkrönung bestätige. Hier aber wird diese Privilegienbestätigung präzisiert, sodass sie sich eindeutig nur auf die abgebildeten 5 vatikanischen Städte bezieht. Was in den 100 Jahre früheren, jüngeren Silvesterfresken als unbeschränkter Anspruch einer vollständigen Rückgabe jener Schwertgewalt gefasst wird, die Konstantin als unrechtmäßigen Besitz dem Papst als ursprünglichem Inhaber restituiert, wird hier geografisch im Raum verankert und dadurch in seinem Geltungsanspruch beschränkt. Wenn die repräsentativen Seiten des Treueschwurregisters im Parlament von Fano, auf dem Parlament von Fano, eine Rolle gespielt haben, also ich stelle mir vor, dass sie da gezeigt wurden, dass überhaupt der Kodex gezeigt wurde, um den Anwesenden eben zu sagen, es nützt nichts, wenn ihr eure Eide auf eurer Seite zerstört, und eben diese Seiten gezeigt wurden, dann konnte Albanos mit dieser Abbildung Einwänden begegnen von ghibellinischer Seite, er maße sich Rechte an, die eigentlich dem Kaiser zustanden. Und in diesem Zusammenhang wird auch die 1368 nachgeholte Stratordienst verständlich, der bei der Kaiserkrönung hatte entfallen müssen. 1368 leitete Karl als Kaiser den Papst Urban V., leistete ihm den hochsymbolträchtigen Dienst, als er ihn nach langen Jahrzehnten avignonesischen Exils in die Stadt Rom einholte. Er führte nämlich, man muss wirklich sagen, ostentativ, den Zelter des Papst, des Pontifex, eine ganz bedeutsame Strecke, vom Stadttor bis zu den Stufen von St. Peter am Zügel. Das war als Imitatio Constantini ein Akt der Frömmigkeit, wie Martin Bauch jüngst hervorgehoben hat. Aber es war weit mehr. Karl hat damit als öffentlichen Akt symbolischer Kommunikation die konstantinische Schenkung bindend bestätigt. Cum effectu. Das war, so wie der Nürnberger Ullmann Stromer betont, eine große Schmach für das Reich. Bedenkt man, wie laut nachhallend Dante die Unrechtmäßigkeit der konstantinischen Schenkung in der Monarchia angeprangert hatte. Der Kaiser hätte die Rechte des Reichs gar nicht verschenken können und der Papst hätte sie nicht annehmen dürfen. So wird deutlich, warum die Chronisten nördlich und südlich der Alpen dem kaiserlichen Stratordienst 1368 so viel Gewicht zumaßen. Karl hat mit dem Verzicht auf weltliche Herrschaftsrechte die machtpolitische Reichweite der römisch-deutschen Kaiserwürde für Italien entscheidend neu formuliert und für die Zukunft bindend beschränkt. Wir haben es eben schon gehört, weder sein Sohn Sigismund noch der Habsburger Friedrich III. Noch irgendjemand nach ihm haben später den Versuch unternommen, in Rom oder im Kirchenstaat konkret einzugreifen. Wilhelm von Ockham hatte 1347-48 polemisch in seinem Traktat der Coronatione Caroli Quarti gegen die Wahl Karls zum römisch-deutschen König
eingeworfen, wenn Karl die althergebrachten Kaiserrechte, die Jura Imperii, wahren wolle, also wenn er dafür einstehen wolle, wie es sich für ein Rex Romanorum gezieme, da würden die Pfaffen in Avignon ihn sicher auch exkommunizieren. Karl war das vollkommen bewusst. Genauso bewusst war er sich der weit verbreiteten Ressentiments deutscher Herrschaft in Italien. Zwischen diesen beiden Extremen, der faktischen Aufrichtung der Kaisergewalt, Wiederaufrichtung der Kaisergewalt in Italien, wie Petrarca sie beispielsweise nicht müde würde zu propagieren, und der in Frankreich und Italien offenbar weit verbreiteten Auffassung, dass ein weiterer römisch-deutscher Kaiser nur weiteren Schaden bringe, wählte Karl IV. Den klugen Weg der Selbstbeschränkung. 40 Jahre erbitterter Kämpfe der Kurie mit Heinrich dem VII. Und Ludwig dem Bayern hatten vor allen Dingen die Unvereinbarkeit universal formulierter Ansprüche erwiesen. Diese ganze Auseinandersetzung wird gleichsam ausgesetzt. Das ist das, was Herr Mietke als Dissimulatio bezeichnet hat. In der verfahrenen Lage strebte Karl IV. Stattdessen eine konkrete Entzerrung der Rechte und Zuständigkeiten und ihre geografische Verortung im Raum an, auch wenn das für den Kirchenstaat mit der endgültigen Aufgabe traditioneller Kaiserrechte verbunden war. Und dieser Lösung, der hat sich Aegidius Albanos angeschlossen. Es kann somit kein Zweifel darum bestehen, dass sowohl Aegidius Albanos als auch die Kurie vollständig sich darüber im Klaren waren, dass die Neuordnung des Legaten in Italien und die Constitutiones Aegidianae im Kern Kaiserrecht betrafen. Als der Kaiser und der Legat Anfang Mai 1355 zusammentrafen, erreichte Karl IV. Auf der Basis der von Innozenz formulierten Bedingungen eine Einigung, die auf den Verzicht kaiserlicher Machtausübung im Kirchenstaat hinauslief. Eine Einigung, von der dieses Bild zeugt. Aber es wäre völlig untypisch für Karl IV. Gewesen, wenn er Reichsrechte aus der Hand gegeben hätte, ohne eine Gegenleistung, und seien sie in seinen Augen auch noch so unhaltbar. Vielmehr wird er im Gegenzug auch für das Reich eine Politik der Nichteinmischung der autonomen Regelung zentraler Reichsrechte gefordert haben, die wenig später auf dem kommenden Reichstag in Nürnberg diskutiert und mit der goldenen Bulle schriftlich gefasst werden sollten. So wie Karl durch seine schweigende Duldung die konstitutive Neuordnung des Kirchenstaates ermöglicht hatte, sollte möglicherweise auch die Kurie zur Neuformulierung der Reichsrechte in der Goldenen Bulle schweigen. Und sie hat ja auch geschwiegen, indem nämlich Kardinal Talleyrand bei der öffentlichen Verkündung zugegen war und nicht im Namen des Papstes protestiert hat. Die umstrittene Frage nach der Art und Legitimierung päpstlicher Eingriffsrechte bei der Wahl und Anerkennung des zukünftigen römisch-deutschen Königs, sei es über das Approbationsrecht oder über das Reichsvikariat, war damit nicht aus der Welt. Beide Sachen kommen später noch wieder aufs Tablett. Aber um die Mitte des 14. Jahrhunderts war man einer Lösung womöglich ein großes Stück näher gekommen. Denn die Frage verlor jedenfalls an Brisanz, je klarer auf der anderen Seite die Grenzen der Eingriffsrechte formuliert werden konnten, die mit der römisch-deutschen Kaiserwürde in Italien verbunden waren. Diese Einigung und überhaupt die Kaiserkrönung zu erreichen, das meine ich, war ein diplomatisches Meisterstück. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Schlotheuber, für diesen sehr spannenden Vortrag. Gibt es Fragen? Ja, Herr Schuh. Ja, vielen Dank für diesen wirklich faszinierenden und spannenden Vortrag, der mich persönlich sehr überzeugt hat. Also ich habe mir ähnliche Gedanken auch so gemacht immer, und das ist mir ein bisschen Wasser auf die Mühlen. Aber eine Frage oder eine Sache stört mich oder würde ich gerne Ihre Meinung hören. Also für mich sieht das ja eigentlich so aus, also man hat große Verfassungskonflikte entzerrt, ja, die schwelend waren, die Probleme mit Ludwig dem Bayern gemacht haben. Karl hat ja in Jugendzeiten auch schon erlebt, wie sinnlos die Intervention in Italien war. Also er hatte wahrscheinlich keine großen Illusionen über ein Fortbestehen irgendwelche
echte, reale Machtansprüche des Reichs in Italien. So gesehen gibt er da was preis, was sowieso eigentlich nicht zu halten war. Und er kriegt im Gegenzug was, wo er es vielleicht auch geschafft hat, die Kurie zu überzeugen, dass sie auch da auf die Dauer keine Chance haben. Ja, also jeder verzichtet auf was, was er im Grunde wirklich schon nicht mehr hat, und man kommt zu einer Klärung. Und mir stellte sich das irgendwie eigentlich immer so ein bisschen dar, das ist eigentlich schon früh ausgeheckt worden mit dem Pierre Roger, und das hat wahrscheinlich eine lange Vorgeschichte. Da sind ja auch viele diplomatische Akteure am Werk gewesen, das reicht bis an den französischen Hof wahrscheinlich auch. Also die Tatsache, dass praktisch man könnte ja fast von der Seitenlinie der französischen Königsfamilie sprechen, die jetzt da agiert, hat es wahrscheinlich erst möglich gemacht, diese Dinge auch diplomatisch anzugehen. Und Diplomatie hat ja mit Vertrauen zu tun. Das erleben wir heute in Europa auch. Im Grunde ist es politisch eine Vertrauenskrise, was wir in allererster Linie beobachten, der verschiedenen Akteure untereinander. Meine Frage jetzt, die Weigerung von Albornoz, die Krönung zu vollziehen, war das Sand im Getriebe? War das eine Vertrauenskrise? Weil eigentlich hat er fast das Spiel zum Scheitern gebracht, meiner Meinung nach. Aber deswegen war es auch kein Spiel. Also einmal nur eine kleine Präzisierung. Karl hat verzichtet, aber die Kurie hat natürlich nicht offiziell verzichtet. Das ist ganz wichtig. Die haben nur geschwiegen. Das ist ein großer Unterschied in der Diplomatie. Und das Zweite ist, natürlich war das lange vorbereitet, das sieht man schon daran, dass Karl ja die Grundzüge dieser Politik ganz früh beschworen hat. Das Überraschende ist nur, dass er sich daran gehalten hat. Ne? Alle anderen haben das natürlich auch in den Vorverhandlungen so zugesagt oder versucht, so zuzusagen, dass man daran glauben konnte, sage ich mal. Aber die haben alle das hinterher nach der Krönung übertreten. Das geht schon mit Otto IV. Los. Und das hat Karl IV. Eben nicht getan. Und insofern glaube ich, dass die wirklich entscheidenden Dinge mit Albornoz ausgehandelt wurden. Also, dass Albornoz sich geweigert hat, zeigt mir, dass die Situation im Grunde noch sehr offen war. Und Sie müssen sich vorstellen, dass das Kardinalskollegium eine Gruppe war, die nicht eine einheitliche Politik verfolgt hatte. Da gab es französische Kardinäle und auch die spanischen Kardinäle waren eigentlich sehr gegen das Kaisertum eingestellt. Die noch näher in den Blick zu nehmen, ist da sicherlich hilfreich. Und da gab es eben Gruppen, die das ganz abgelehnt haben und meine These ist, dass sie das sehr überzeugend fanden, was Robert der Weise denen vorgeschlagen hat. Nämlich, man konnte ja auch aufgrund der Verfassung, auch von Seiten der Kurie, diese Kaiserkrönung nicht ablehnen. Aber man konnte sie natürlich verhindern. Diese Politik haben Teile der Kardinäle ganz offensichtlich verfolgt. Also auch Guy de Boulogne und Elias de Talleyrand. Und Albornoz war auch einer von ihnen. Ich habe mir mal die Sachen angesehen, die über die Kaiserwürde am spanischen Hof sagen, die gehen alle in diese Richtung. Aber es gab andere Kardinäle, die das eben nicht so sahen, unter anderem welche, die auch mit den Visconti verbunden waren. Ne? Und da kommt und aus diesem Grunde kommt diese changierende Politik her, die wir sehen können. Und deswegen ist es war eine Situation, die wirklich offen war, da bin ich ganz fest von überzeugt, und die sich im Laufe der Dynamik des italienischen Zuges eben in einer Weise verfestigt hat, dass das eben möglich war. Ne? Und für Innozenz, auch das muss man erklären, warum stimmt Innozenz dem zu? Ne? Und ich glaube, Innozenz wusste, dass letztendlich ein Kaisertum, was unter den Bedingungen zustande kommt, die zweite hierarchische Spitze stärkt. Ne? Das weiß man ja, diese Hierarchien haben sich gegenseitig gestärkt, sodass er zwar das als Wagnis gesehen hat und auch nicht so richtig betrieben hat, aber letztendlich war er der Meinung, dass das könnte gut gehen. Und ein dritter Punkt ist natürlich, ich meine, wenn ihr Kardinal sich gegen sie auflehnt, ne? Das ist ja schon eine Sache. Ne? Also Innozenz musste auch dann gelegen sein, mit Karl ein Gegengewicht zu all diesen schattenspendenden Männern in seiner Kurie zu gewinnen. Ne? Also sehr kompliziert. Herr Mieke. Ja, vielen Dank für diesen sehr interessanten und wichtigen Vortrag. Ich
möchte doch glauben, dass Ihre Interpretation der Abreden mit dem Legaten etwas zu sehr die Möglichkeiten solcher Verhandlungen überfordert, wenn Sie die Gleichwertigkeit der Verzichterklärung hier postulieren, denn die steht ja nicht in den Quellen. Was Sie sehr schön gezeigt haben, ist, dass der Verzicht auf die Universalität der Geltung der kaiserlichen Gewalt, dass die Territorialisierung des Herrschaftsrechts der Ausweg war. Das erinnert mich also an meinen Luppold, der genau dieses zur Interpretation der universalen Kaisergewalt gesagt hat. Jeder König hat das Recht der Herrschaft in seinem Königreich, nur der Kaiser hat bestimmte Rechte überall in der Welt. Bloß, sagt er, da diese selben Rechte jeder König in seinem Königreich hat, soll der Kaiser um Gottes Willen darauf verzichten, sie überall durchsetzen zu wollen. Das gibt nur Ärger mit dem König, nicht jeweils. Und meine Frage wäre, kann man sich wirklich vorstellen, dass irgendjemand, und sei es eben Karl IV., auf die Idee kommen könnte, mit Aegidius Albernoz eine Verhandlung zu führen, die dann das Kardinalskollegium und den Papst bindet? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, dass mit guten Gründen und in neuer Weise durch die Beiziehung der Aegidius-Geschichte hier und des Tages von Fano Probleme der Interpretation des Kaiserzuges Karls IV. Elegant lösen. Das möchte ich also hier ausdrücklich sagen. Ich glaube nicht, dass sozusagen die Erklärungskraft dieses Fundes so weit geht, dass sie auch das Schweigen der Kurie damit voll erklären können, weil dafür gibt es ja keinerlei Zeugnisse. Nicht? Also das halte ich nun für sehr gewagt. Und ich würde eben eher sagen, dass das eben im Zug der Zeit liegt, diese Territorialisierung, das Verschweigen der universalen Ansprüche und das Abdrängen solcher universaler Ansprüche in ein duftiges Nebengelass, wo es dann schmoren kann. Ich möchte noch ein einziges Argument sagen. Karl IV. Hat sich keineswegs an seine Versprechungen gehalten. Er hat bei der Durchsetzung der Königswahl, also der Wahl zum Rex Romanorum seines Sohnes 76, so schamlos die Forderungen der Kurie hintergangen und hat dann sich nur später um des lieben Friedens willen darauf verständigt, dass irgendwelche Urkunden vordatiert wurden. Nicht? Also das war also etwas für das jüngste Gericht. Nicht? Ich weiß nicht, wofür man Urkunden vordatiert, dass der Papst da später sich darauf hätte beziehen können, dass das ja alles ordentlich war. Also ich würde sagen, es liegt eben im Zug der Zeit und damit brauche ich das nicht zu erklären. Ich brauche da keine Schweigespirale zu entwickeln, um dies zu erklären. Es genügt, wenn Sie das so schön elegant durch den Tag von Fano gemacht haben. Also in dem Fall auch ist vielleicht ein bisschen karlische Bescheidenheit angebracht, auch für den Interpreten. Ja, vielen Dank. Das habe ich auch deutlich gemacht, das ist natürlich eine These, dass das so miteinander zusammenhängt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Lösung darin besteht, die ägidianischen Konstitutionen und die Goldene Bulle zusammenzusehen. Das ist ganz wichtig. Und in beiden wird die jeweils anderen, also beide berühren zentrale Rechte der jeweils anderen Macht
Und in beiden wird diese andere Macht überhaupt nicht erwähnt. Also ich finde, dass das schon was ist, was man jedenfalls im Blick behalten sollte. Und das liegt eigentlich nahe, dass man da irgend zu einer Übereinkunft gekommen ist. Aber das ist klar, das ist ja eben mit dem Schweigen, ist es ja eben so, dass wir dann darüber nichts wissen. Aber das ist klar, dass das eine Art der These ist. Und dass Karl sich sozusagen versucht hat, das bei seinem Sohn zu umgehen, das ist ja vollkommen klar. Und das ist für mich auch ein wichtiges Argument, dass das Approbationsrecht nach wie vor im Raum stand. Es war also nicht so, dass die Kurie das irgendwie vergessen hatte bei der Goldenen Bulle. Das Approbationsrecht war ein ganz wichtiges Recht und ich bin der Meinung, dass man das deswegen auch wirklich erklären muss, warum sie diese Hintansetzung dieses Rechts durch der Goldenen Bulle, warum sie nicht dagegen protestiert. Also da bin ich sicher, das muss erklärt werden. Das kann man nicht einfach so hinnehmen. Herr Bauch. Ja, vielen Dank, Frau Schluthäuber. Also auch die Ausdehnung der These als also die performative Bestätigung der konstantinischen Schenkung, das überzeugt mich sehr und das ergänzt das. Ich wollte nur auf einen Aspekt vielleicht noch hinweisen, gerade dass sowohl die Situation bei der Krönung 55, der Einzug, aber auch eben 68, dass ja nicht nur Akte der Frömmigkeit sind, sondern dass sich Frömmigkeit und subversives Vorgehen bei Karl meines Erachtens da kombinieren, also mit der berühmt-berüchtigten Wallfahrt, da bricht er ja die Avignoneser Eide. Also das ist definitiv nicht gedeckt, was er dort tut. Es gibt keine Erlaubnis dafür, es wird ihm nur nicht angekreidet. Es gibt keine Kritik daran. Wie sollte man dieses Handeln auch von kirchlicher Seite kritisieren? Und auch, ja, der Einzug, also das Führen des päpstlichen Pferdes am Zügel, das ist natürlich... Das hat eine Vorgeschichte, denn der Einzug des Kaisers ein paar Tage vorher stellt ja nun ganz andere Elemente in den Vordergrund, nämlich mit dem erhobenen Schwert, mit dem kaiserlichen Adler, also was Coluccio Salutati dort berichtet auch. Das ist ja gewissermaßen in meinen Augen ein Gegenpunkt, der gesetzt wird, der nochmal die imperiale Macht sehr deutlich voranstellt. Also dass man dieses Vorgehen immer in einer, auch als doppelbödig immer, es gibt verschiedene Botschaften, die an unterschiedlichen Zeitpunkten gesendet werden. Und eine Frage noch, wie fügt sich Ihres Erachtens ein, diese zumindest aus Briefkonzepten bekannte Idee vom September 56, dass der Papst an Bernabo Visconti schreibt, dass er sehr bald die Rückführung gemeinsam mit dem Kaiser nach Rom, also dass mit dem Kaiser nach Rom reisen werde. Also diese sehr, sehr frühe Rückführungsidee vom September 56. Ja, also ich glaube, dass sich dieses Versprechen, nicht nach Rom zu bekommen, nicht in Rom zu weilen, auf das Weilen in Rom als Herrscher bezieht. Nicht auf das Weilen seiner Person Karls IV. Oder so, sondern ich glaube, dass sich das darauf bezieht, dass er sozusagen, wie eben Robert der Weise das vorschlägt, er soll nicht in Rom als Herrscher präsent sein. Und deswegen glaube ich, dass es in dem Moment, wo er als Pilger kommt, selbst wenn er als Karl zu erkennen ist und auch eine Audienz gewährt, dass das sozusagen für die Kurie jetzt kein Widerspruch dessen war oder so, sondern dass er dort nicht als Herrscher aufgetreten ist, jedenfalls nicht länger als diesen einen Tag, den man ihm zugestanden hat. Ich glaube, dass das der springende Punkt ist. Ist ja noch ein Unterschied, ne? Wie man, in welcher Funktion man in die Stadt kommt. Zu dem zweiten Punkt, dass er natürlich, ich glaube, er zieht ja irgendwie mit, also dass er, bevor er den Papst einholt, ganz mit erhobenem Schwert, aber ich glaube barfuß oder sowas, ne? Oder jedenfalls, ja genau, nach Rom einzieht, das widerspricht dem ja gar nicht. Wobei man sich überlegen könnte, was nochmal ganz genauer dieses Barfuß-Einziehen für eine Konnotation hat, ob das, da könnte man vielleicht nochmal drüber reden. Aber das widerspricht dem ja nicht, denn es ging sozusagen für den Einzug vor allen Dingen darum, dass er eben den Stratordienst leistet, der eben die konstantinische Schenkung symbolisiert und der damit sozusagen das Verhältnis zum Papsttum ganz klar definiert im Sinne des Papstes. Ne? Aber warum soll er nicht einen Tag vorher einziehen? Das würde ich jetzt nicht als Widerspruch sehen, denn auch Konstantin selber hat ja dem Silvester dem Ersten Rom sozusagen wieder restituiert und die Rechte in Rom. Das ist ja, kann man ja ganz parallel sehen.
Was die frühen Rückführungspläne betrifft, da habe ich jetzt den Zusammenhang, ich verstehe ich nicht so ganz. Also das, ich glaube, Rückzugspläne gibt es ja sehr früh. Das war ja sozusagen auch wichtig für das Machtgleichgewicht, auch für Karl IV., dass eben der Papst eigentlich wieder nach Rom gehört. Also warum, das verstehe ich jetzt nicht genau, was Sie da sozusagen in diesem Zusammenhang mit gemeint haben. Na, ich meinte damit, wie fügt sich das in das Verhältnis zu Albornoz ein? Ganz offene Frage. Mm. Ja, da, das ist eine wichtige Frage, vor allen Dingen, weil ja der Brief an die oder mit den Visconti zu tun hat. Das ist eine sehr wichtige Frage und ich glaube, das hängt mit der Frage zusammen, mit der Antwort an Herrn Schur, denn die Visconti waren der Streitpunkt im Kardinalskollegium. Für oder gegen Visconti, das war die große Frage. Und Innozenz hat ja eine Versöhnung mit dem Visconti angestrebt und dafür stand Karl IV. Auch, während Egidius Albornoz natürlich, das können Sie sich vorstellen, überhaupt nicht davon begeistert war. Gar nicht. Das fand er also, ich sage jetzt mal, unterirdisch. Ne? Und aus dieser Gemengelage kann man auch verstehen, dass Innozenz vielleicht versucht hat, ein Gegengewicht gegen den mächtigen Legaten ins Spiel zu bringen in Italien. Und damit würde auch übereingehen, dass er ja Egidius Albornoz nach einiger Zeit dann eben abberufen hat, also kurze Zeit später, ein Dreivierteljahr später. Aber das ist eine weite, lange und andere Geschichte.